Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 293. Video. Ich nähere mich der 300 Stück Videogrenze sehe ich gerade. Heute geht es Wiederholung Klasse 9, nochmal einmal um die Polynomdivision. Liegt mir am Herzen, möchte ich zweimal vormachen. Muss man, glaube ich. Das war auch vom letzten Mal. Genau, das ist von heute. Jetzt muss ich mal eben das Bild so ein bisschen drehen. Viel besser. So, Polynomdivision. Bevor ich mit der Polynomdivision anfange, möchte ich euch damit schockieren, dass ich eine schriftliche Division vormache. Und zwar 144 geteilt durch 12. Jetzt bitte nicht lachen, das hat nämlich einen Grund. Die Polynomdivision, die ihr hier links seht, mit den Buchstaben oder aus der Algebra, funktioniert absolut nach dem gleichen Schema wie dieses schriftliche Dividieren. Nur, dass man hier eben nicht mit Zahlen rechnet, sondern mit Buchstaben. Aber das geht im Prinzip genauso. Deshalb mache ich das einmal vor. Also 144 geteilt durch 12. Man guckt, man nimmt sich zuerst die erste Ziffer, 1 geteilt durch 12 und probiert, und das geht nicht. Also es muss mindestens einmal passen. Deshalb nehme ich mir hier erstmal die 14 raus. 14 geteilt durch 12, das geht einmal. Jetzt mache ich die sogenannte Rückmultiplikation. 1 mal 12 gibt 12. Die schreibe ich hier drunter mit einem Minuszeichen und subtrahiere das von der darüber stehenden 14. Also 14 minus 12 gibt Rest 2. So. Jetzt holt man die nächste Ziffer unter den Strich, unter den Rechenstrich, schreibt die da drunter. Dann habe ich 24 und das gleiche Verfahren, das ich eben gemacht habe, geht nochmal vonstatten. Also ich mache nichts Neues mehr. Ich rechne jetzt 24 geteilt durch 12, gibt 2 mal. Dann mache ich die sogenannte Rückmultiplikation. Ich mache das hier nochmal. 2 mal 12 gibt 24, setze davor ein Minuszeichen, ziehe darunter einen Rechenstrich und rechne 24 minus 24 gibt 0. Wenn ich die 0 erreicht habe, bin ich fertig. Das ist eine schriftliche Division ohne Rest. Und es kommt 12 heraus. Natürlich wussten wir das schon vorher. Wichtige Regel für die algebraische Division. In fast allen Aufgaben in der Schule, besonders am Anfang, kommt immer der Rest 0 heraus. Das heißt, wenn ihr einen anderen Rest herausbekommen habt, habt ihr fast immer euch verrechnet. Der Grund ist relativ einfach. Sollte hier nämlich ein Buchstabe stehen bleiben, hat man hier hinten einen Bruchterm. Das heißt, man hat so einen ganz rationalen Anteil plus einen Bruchterm und die sind mathematisch ziemlich schwierig zu handhaben. Also das ist schon fast Oberstufe, gebrochen rationale Funktion. Deshalb kommt da immer, fast immer, muss ich sagen. Ab und zu ist natürlich auch mal was zur Überprüfung. So, ich mache es vor. Also, vielleicht wisst ihr, was rauskommt. a² plus 2ab plus b² in Klammern geteilt durch a plus b. Kleiner Unterschied, man setzt immer Klammern bei der Polynomdivision. So, ich nehme mir jetzt den ersten Term, weil ich mir ja auch hier a². So, und rechne den ersten Term geteilt durch den ersten Term, der hier in der Klammer steht. Also a² geteilt durch a und schreibe das Ergebnis dahin, ergibt a. Fertig. Jetzt habe ich ein Ergebnis. Jetzt muss ich schon die Rückmultiplikation machen. Ihr seht, dieser zweite Term hier plus b spielt erstmal gar keine Rolle. Also, ich mache die Rückmultiplikation, rechne a mal Klammer auf a plus b. A mal Klammer auf a plus b gibt a² plus ab. Das schreibe ich hier hin. a² plus ab, schön untereinander. Mache da drüben eine Klammer, weil es wieder eine Summe ist. Schreibe davor ein dickes Minuszeichen. Und subtrahiere. a² minus a² gibt 0, plus 2ab minus plus ab gibt 1ab, habe ich hier hingeschrieben. Der nächste Term wird unter den Rechenstrich geschrieben und ich habe wieder zwei Terme, ab plus b². Jetzt nehme ich mir hiervon wieder den ersten Term. Teile diesen ersten Term durch mein a und schreibe das Ergebnis hin. Also 1ab geteilt durch a gibt b. Oder a plus b geteilt durch a gibt b.
oder ich habe hier hingeschrieben 1b. Jetzt kommt wieder die Rückmultiplikation. Ich muss diesen Ausdruck hier 1b mit der gesamten Klammer multiplizieren. 1b mal a gibt 1ab. Ihr seht ja, ich habe das sofort, wie sagt man, alphabetisch geordnet. Das hat lange gedauert. Und 1b mal b gibt b². Dann mache ich eine Klammer da drum, schreibe ein dickes Minuszeichen davor und führe die Subtraktion aus. 1ab minus 1ab gibt 0. B² minus 1b² gibt 0. Und ich habe 0 herausbekommen und mein Ergebnis ist a plus 1b oder a plus b. Das wussten wir natürlich schon vorher. Gut, das ist alles. Ich sage, die Verrechenwahrscheinlichkeit am Anfang ist riesengroß. Deshalb mache ich noch mal eins vor. So ein Klassiker, den man es nicht sofort sieht. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr mir die schicken. Hier unten steht eine Mailadresse. Und die Unterlagen könnt ihr euch natürlich, aber das wisst ihr sicherlich inzwischen schon, als PDF-Dokument ausdrucken. Also meine wunderbaren Grafiken hier, die gibt es als PDF-Dokument umsonst dazu. Gut. Die Klamotte, die hier steht, heißt 3x hoch 3 plus 8x² plus 5x plus 2 in Klammern geteilt durch x plus 2. Es geht los. Ich nehme mir den ersten Term, so, teile 3x hoch 3 durch den ersten Term, der hier steht. 3x hoch 3 geteilt durch 3x gibt 3x². Jetzt mache ich mit diesem Term die Rückmultiplikation. Ich rechne also 3x² mal x plus 2. Gibt 3x hoch 3 plus 6x Quadrat, steht hier. Ich mache eine Klammer da drum, schreibe ein dickes Minuszeichen davor und subtrahiere. 3x hoch 3 minus 3x hoch 3 gibt 0. 8x Quadrat minus plus 6x Quadrat gibt 8x Quadrat minus 6x Quadrat gibt 2x Quadrat. Und ich ziehe den nächsten Term, der da steht, wieder hier runter unter den Rechenstrich. Nehme mir wieder den ersten Term. 2x² durchgeteilt durch x gibt 2x. Mache jetzt mit diesem 2x wieder die Rückmultiplikation mit der ganzen Klammer. Ich rechne also 2x mal x plus 2 gibt 2x² plus 4x. Das habe ich hier hingeschrieben. Mache eine Klammer da drum, setze ein Minuszeichen davor, subtrahiere. 2x² minus plus 2x² gibt 0. Und 5x minus plus 4x gibt 1x. Dann ziehe ich den letzten Rechenterm von oben hier runter, nehme mir wieder den ersten Term, der hier steht, teile den durch x, 1x geteilt durch x gibt 1. Mache wieder die Rückmultiplikation, 1 mal x plus 2 gibt x plus 2 und jetzt seht ihr, 1x minus 1x gibt 0 und 2 minus plus 2 gibt 0. Ich bin also fertig. Ja, jetzt ist mir gerade eingefallen, was ist, wenn das jetzt nicht so geht. Vielleicht mache ich doch nochmal eben so spontan, fällt mir jetzt doch ein so ein Beispiel, so aus dem Ärmel. Wir machen das mal in blau. Und zwar an einem Beispiel, das ist jetzt das dritte Beispiel, das ist jetzt so eine spontane Idee von mir. Ihr wisst alle, x plus minus x plus 1 mal x minus 1 gibt x Quadrat minus 1. Also, wir nehmen x Quadrat minus 1 geteilt durch, wir machen mal 1 mit ganz vielen Minuszeichen, x minus 1. Ihr wisst natürlich, was rauskommt. Also, gut, fangen wir an. Das geht nach dem gleichen Schema, da gibt es jetzt also nichts Neues. X², ich nehme mir den ersten Term hiervon und teile den durch den ersten Term der zweiten Klammer. X² geteilt durch x gibt x. So, jetzt seht ihr hier oben, ich mache die Rückmultiplikation. X mal x minus 1 gibt x² minus x. Ich kriege jetzt überhaupt keine Panik. Mach deine Klammer drum, setz dein Minuszeichen vor, zieh deinen Rechenstrich und subtrahiere.
x² minus x² gibt 0. Minus 1 minus minus x. Ihr seht, da kann ich jetzt nicht subtrahieren. Ich kann von 1 nicht minus minus x rechnen. Deshalb macht man an dieser Stelle Folgendes. Wenn diese zwei übereinander stehenden Terme nicht direkt verrechenbar sind, so wie hier 8x² minus 6x², 5x minus 4x, schreibt man zuerst den unteren Term, der nicht verrechenbar ist, wieder hin. Minus minus x gibt plus x. Und dann holt man sich von oben den verbleibenden Rechenterm unter den Rechenstrich und schreibt den dazu. Hier oben steht minus 1. Minus 1. Also, das wäre jetzt einmal neu. Regel, die man sich merken muss. Das kann vorkommen, das ist mir eben spontan eingefallen. Wenn diese zwei Terme, sage ich nochmal, hier oben und hier unten nicht direkt verrechenbar sind, schreibt man sich zuerst den unteren Term hin, also aus dem Term direkt über dem Rechenstrich hier, minus minus x gibt plus x, und dann schreibt man hinten immer den Rest aus der oberen Klammer. So, jetzt mache ich wieder das Gleiche. Plus x, erster Term, geteilt durch plus x, gibt plus 1. Jetzt mache ich wieder 1, die Rückmultiplikation 1 mal x minus 1 gibt plus 1x. Und minus 1 mal plus 1 gibt minus 1. Ich setze eine Klammer da drum, mache ein Minuszeichen davor, ziehe einen Rechenstrich und rechne plus x minus x gibt 0, minus, ja, minus 1 minus minus 1 gibt minus 1 plus 1. Ihr seht, es kommt raus, x plus 1, das wussten wir vorher. Gut, wenn euch das Spaß gemacht hat, könnt ihr euch das nächste Video auch anschauen. Da geht es um den oftmals missverstandenen Satz des Vieta, wo viele Schüler sagen, ich weiß gar nicht, was soll das überhaupt? Keiner konnte mir das richtig erklären. Vielleicht hört ihr euch das Video an und vielleicht hat es euch dann einer erklärt oder er sagt, nee, ich verstehe es noch immer nicht, auch das ist nicht so schlimm. Gut. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich bitte weiter. Wenn nicht, verschweigt ihr meine Existenz. Ich denke positiv und hoffe, dass wir uns wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss und alles Gute.